So Leute, ich würde jetzt schon mal anfangen, die Pässe auszugeben von Artusbus. Genau, ich bin jetzt oben in der Liste, dann zeichnet ihr gegen und dann habt ihr das und dann wird das nicht verloren. Wir stehen hier gerade am Ostbahnhof und warten auf unsere Busse, die es tatsächlich geschafft haben, schon zum Buscall zu spät zu kommen. Die rollen jetzt hier jede Minute vor, die sind noch 800 Meter entfernt und dann steigen wir alle ein und fahren nach Hamburg. Eine Busregel. Also wenn man furzt richtig laut, don't shit in the toilet. Piep. Im Bus wird nicht gekackt. Auf keinen Fall jemals ins Klo kacken. Nicht kacken. Keine Hardware. Zünden, Junge, zünden, das ist das Geheimnis. Jetzt werden die ersten Betten bezogen, es hat so leichtes Klassenfahrt-Feeling, was mega geil ist. Kurz vor 7. Um 7 Uhr dürfen wir offiziell rein. Es ist schon ein bisschen Betrieb zu sehen, aber noch ist die heilige Tür zum Backstage verschlossen. Wir schauen jetzt mal irgendwie, ob da sich was tut. Und dann machen wir die Vorbereitung. Der erste Step, morgens die Schilder aufhängen, damit alle wissen, wo sie hingehen. Bitteschön, eure Halle. Und an sich sehe ich unsere beiden Trucks da, aber eigentlich haben wir drei Trucks. Also mal schauen, wo der dritte abgeblieben ist. Absolut. Der dritte Truck ist auch angekommen. Gerade vorgefahren. They say, time catches up in the end, but I... Wie fit ist das Team? Das kann man so oder so beantworten. Alle arbeiten und machen ihren Job, das ist die Hauptsache. Aber so manchen merkt man an, dass sie gestern vielleicht doch etwas früher ins Bett hätten gehen können. I beat my chest, 1, 2, 3. No, no, my feet can't hold me. Forget what they say you should be now. Zwölf Monate drauf hingearbeitet und endlich ist es soweit. Alle Gewerke, stand by and ready. Ich fühle mich gerade so dankbar und so gut, weil ihr da draußen irgendwie alle mitgemacht habt. Ich habe ein Jahr darauf hingearbeitet, dass wir das heute machen. Mein ganzes Team hat ein Jahr darauf hingearbeitet. Und es ist gerade eben passiert. Die erste Show war und es ist mega. Dankeschön da draußen.